Togetic ist ein Pokémon mit den Typen Fee und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration. Vor der Veröffentlichung der sechsten Spielgeneration besaß es allerdings die Typen Normal und Flug. Erst ab der sechsten wurde dann der Typ Normal zu Typ Fee umgeändert. Es besitzt eine Weiterentwicklung, oder es ist die Weiterentwicklung von Togepi und kann sich selbst zu Togekiss weiterentwickeln. Togetic ist ein kleines zweibeiniges und flugfähiges Pokémon, das weiß gefärbt ist. Nur die Muster auf seinem Unterleib sind rot und blau und es besitzt einen ovalen Kopf, der wie bei seiner Vorentwicklung von drei Zacken gekrönt wird, selbst jedoch rund bzw. ovaler Form ist. Togetic hat kleine längliche Augen, die braun-schwarz gefärbt sind und eine weiße Pupille aufweisen. Die Augenbrauen sind dabei nur angedeutet und durch einen verhältnismäßig langen Hals ist der Kopf mit dem Torso verbunden. Dieser ist ebenfalls von ovaler Gestalt. Im unteren Teil des Torsos haben einige eckige Muster ihren Platz gefunden. Am Rücken wachsen zwei längliche Flügel und die kurzen Arme sind vorne zu sehen. Es steht auf zwei langen Füßen, die am Ende der kurzen Beine zu erkennen sind. Und abschließend in seiner shiny Form ist Togetic insgesamt etwas dunkler gefärbt und die Formen auf der Schale tauschen die Farben. Togetic sind freundliche Pokémon, die nicht sehr oft kämpfen. Das erkennt man bereits daran, dass sie nur 5 Nicht-Status-Attacken erlernen. Und im Gegenzug erlernt Togetic jedoch 14 Status-Attacken, mit denen er dem Gegner das Leben schwer machen kann. Togetic gelten als sehr süße Pokémon, was man ihren Attacken Charme und Bitterkuss entnehmen kann. Außerdem heißt es, Togetic bringen Glück, was sich in der Attacke Wunschtraum widerspiegelt. Obwohl Togetic vom Typ Flug ist, erlernt es nicht eine einzige Attacke von diesem Typ via Levelaufstieg. Das Togetic Glück bringen wird auch in der versteckten Fähigkeit Glückspilz dargestellt, welche einige Exemplare besitzen. Durch diese Fähigkeit ist die Volltrefferquote aller Attacken des Pokémon um eine Stufe höher. Das Glücksmotiv findet sich auch in der Fähigkeit Edelmut, da dies die Chance verdoppelt, dass bei einer Attacke mit Zusatzeffekt dieser Zusatzeffekt auch wirklich auftritt. Zum Beispiel steigert sich die Chance, dass nach Einsatz der Attacke Antikraft alle Statuswerte von Togetic um eine Stufe erhöht werden, von 10% auf 20%. Die letzte Fähigkeit, die Togetic besitzen können, ist Übereifer, welche den Angriff des Pokémon um 50% erhöht, wenn es eine physische Attacke ausführt, allerdings dafür auch die Genauigkeit der Attacke um 20% sinkt. Togetic zeigen sich nur gutherzigen und einfühlsamen Menschen, um ihnen Freude zu bereiten. Daher heißt es auch, dass Togetic denen Glück bringen, die reinen Herzens sind. Das Glück übertragen Togetic angeblich mit Hilfe ihres Glücksstaubes und unter unfreundlichen Menschen fühlen sich Togetic schnell entmutigt. Togetic können schweben und somit über dem Boden halten, auch wenn sie sich nicht mit ihren Flügeln in der Luft halten, also indem sie die Flügel schlagen, wie es bei Vögeln normalerweise ist. Und es heißt, Togetic fliegen um die ganze Welt auf der Suche nach gutmütigen Menschen. Dennoch ist bisher kein Ort bekannt, wo man Togetic antreffen kann. Togetic stellt den mittleren Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe dar. Es entwickelt sich aus Togepi, welches häufig zu den Baby-Pokémon gezählt wird, und kann sich wiederum zu Togekiss weiterentwickeln, was aber erst seit der vierten Spielgeneration möglich ist. Bei der Entwicklung von Togepi zu Togetic verschwindet die Eierschale des Pokémon. Das Muster der Eierschale findet sich danach auf Togetics Fell wieder. Bei der Entwicklung wird der Kopf des Pokémon deutlich schmaler und es bildet sich ein Hals aus. Außerdem entwickeln sich hier Flügel und Togetic ist doppelt so groß und mehr als doppelt so schwer wie Togepi. Bei der Entwicklung von Togetic zu Togekiss verschwinden die Arme des Pokémon und die Flügel werden deutlich größer. Der Hals verschwindet wieder und es bilden sich Schwanzfedern aus. Die seitlich am Kopf befindlichen Zacken verfärben sich, der rechte wird rot, der linke blau. Und die Dreiecke des früheren Eimusters schließen sich und sind nun deutlich kleiner. Dabei ist Togekiss 2,5 mal so groß und ca. 12 mal so schwer wie Togetic.
In den Spielen der Hauptreihe entwickelt sich Togepi zu Togetic, wenn es genügend Zuneigung zu einem Trainer sammeln konnte und im Anschluss einen neuen Level erreicht. Die Entwicklung von Togetic zu Togekiss wird durch einen Leuchtstein ausgelöst. Nun gilt es, die verschiedenen Typschwächen noch zu betrachten. Von der zweiten bis fünften Spielgeneration hatte es, wie gesagt, die Typen Normal und Flug. Damit war er zu dem Zeitpunkt immun gegen Boden- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen- und Käferattacken und doppelten Schaden gegen Elektro-, Eis- und Gesteinattacken. Der Rest macht normalen Schaden. Ab der sechsten Spielgeneration wird der Typ Normal gegen den Typen Fee ausgetauscht, also Fee und Flug. Und damit ist er immun gegen Boden- und Drachenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Kampf- und Käferattacken, halben Schaden gegen Pflanzen- und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Elektro-, Eis-, Gift-, Gestein- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden.